Wenn man im Leerlauf ein schleifendes Geräusch aus dem Riementrieb vernimmt oder der Keilriemen sonst wie Geräusche macht oder beschädigt ist, sollte man diesen zusammen mit den Umlenkrollen austauschen. Mit dem richtigen Werkzeug ist dies auch für einen Hobbyschrauber machbar. Zunächst löst man bei der Luftführung mit einem Torx 20 Schraubenzieher die beiden Schrauben und baut dann die Luftführung ab. Zunächst muss der Keilriemenspanner arretiert werden. Im Spanner befindet sich eine TX60 Öffnung, die benutzt werden kann, um den Spanner zu spannen und dann mit einem Metallstift zu sichern. Mit einem Torx 60 und einer Ratsche drückt man den Spanner also im Uhrzeigersinn und fügt dann in die Öffnung einen Metallstift, mindestens zum Beispiel einen Dreierinbus ein. Wenn man den Spanner austauscht, kann man sich am neuen Spanner orientieren, wo sich die Öffnung befindet. Jetzt kann man den Keilriemen abnehmen. Mit einem Schlitzschraubenzieher entfernt man die Kappe der ersten Umlenkrolle und löst diese dann mit einer 17er Nuss. Ein defektes Lager macht Schleifgeräusche und lässt sich sehr leicht drehen, ein intaktes Lager hingegen dreht sich sehr geschmeidig und absolut lautlos. Das neue Lager wird mit 40 Newtonmeter am Generator festgeschraubt. Als nächstes kann man den Riemenspanner selbst mit einem E12 Außentorx demontieren. Der Motorblock des N52 besteht aus einer Magnesiumlegierung, daher werden hier Aluschrauben verwendet. Diese müssen auf jeden Fall erneuert werden und penibel mit einem speziellen Drehmoment angezogen werden. Bei dieser Schraube zieht man zunächst mit 25 Newtonmeter Drehmoment an und dreht dann die Schraube um 90 Grad weiter. Wenn die Schraube gelöst wird, muss sie wieder ersetzt werden. Jetzt baut man den neuen Keilriemen, wie hier gezeigt, wieder ein. Zur Orientierung, der grüne Kreis ist der Spanner, der orangene die Umlenkrolle, beim Blitz ist der Generator und bei der Sonne die Klimaanlage und der Pfeil nach oben zeigt, an welcher Stelle der Keilriemen mit den Rippen nach oben zeigen muss. Wenn alles richtig sitzt, spannt man den Spanner mit dem Torx 60 ein Stück weiter und entnimmt den Sicherungsstift. Jetzt kann man eine kurze Funktionsprüfung durchführen. Wenn alles okay ist, die Luftführung mit den beiden Torx 20 Schrauben wieder einbauen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen. Wie immer, Werkzeuge und Teile in der Beschreibung. Schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare und damit ciao und bis zum nächsten Mal.